Bei uns im Studio die Rechtsanwältin und Autorin Sairin Artisch. Ich grüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank, ich grüße Sie auch. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie die Bilder von vergangener Nacht sehen, von der Nacht davor, wenn Sie hören, Juden in Deutschland fühlen sich auf unseren Straßen nicht mehr sicher? Das Denkmal für die Juden in Deutschland hier in Berlin wird von einer Hundertschaft von Polizisten bewacht mit Helmen. Was geht in Ihnen dabei vor? Ich bin sprachlos, es ist unfassbar und das war nie in meiner Vorstellung, dass das in diesem Maß passieren könnte, obwohl ich in meiner Vorstellung und auch in meiner Realität, in meinem Leben weiß, dass es sehr viel muslimischen Antisemitismus gibt. Und ich bin sehr verärgert auch. Ich habe sehr viel Wut auch gegenüber einer Politik, die das verschwiegen hat, die das geleugnet hat und gerne unter den Teppich gekehrt hat oder in die rechte Ecke gestellt hat, wenn man darüber geredet hat. Für mich war Deutschland oder sollte Deutschland die Staatsräson ernst nehmen. Und für mich war Deutschland auch immer ein Land, in dem genau darüber sehr viel aufgearbeitet wurde. Gerade aus der Türkei kommt und mit der Armenier-Problematik. Wenn wir das verglichen haben, haben wir oft gesagt, es müsste wenigstens annähernd der Standard erreicht werden, wie es in Deutschland passiert ist, mit der Aufarbeitung, Wiedergutmachung und so weiter. Und wenn man das sieht, dann denken, und jetzt vor allem aus dem muslimischen Kontext kommend, kann ich doch nur sagen, dass die Menschen, die dazugekommen sind, nie so verpflichtet wurden oder darauf hingewiesen, dass Deutschland nun mal das als Staatsräson hat. Und meiner Ansicht nach Deutschland, dass das sicherste Land für Jüdinnen und Juden sein sollte. Im Grunde genommen haben wir das versprochen, wir alle, das Land mit dem nie wieder. Und nie wieder bedeutet ja, dass das auf keinen Fall, nicht mal ansatzweise passieren durfte. Und deshalb bin ich sehr verärgert auch. Aktuell auch über die Solidaritätsbekundung von Linken, von Antifas, die mit Leuten auf die Straße gehen, von denen sie wahrscheinlich entweder genauso brutal niedergemetzelt würden oder ins Gefängnis gesteckt würden, wenn die an der Macht wären, weil wir es zu tun haben mit Terroristen, die sich einen islamischen Staat wünschen, die sich wünschen, dass die Scharia eingeführt wird. Also wenn man dahinter blickt, ja, wenn man nicht nur die Oberfläche sieht. Und wir haben es zu tun mit Menschen, die gegen die Demokratie auf die Straße gehen. Ich würde das gerne aufgreifen, was Sie sagen, diese unterschiedlichen Gruppen, von denen auch unser Reporter gestern Abend berichtet hat. Würden Sie sagen, dass die Muslime, die sich da jetzt auf die Straße begeben, dass das Sympathisanten der Hamas sind? Oder würden Sie sagen, es gibt auch Gruppen, die einfach sagen, sie stehen für die Zivilisten in Gaza und fordern Hilfsgüter, Hilfeleistung für diese Gruppe und eben, dass auch diese Menschen geschützt werden. Würden Sie differenzieren? Ich würde insgesamt differenzieren, aber nicht bei denen, die jetzt auf der Straße so brutal gegenüber der Polizei verhalten und auch antisemitische nun mal Slogans und Parolen rufen. Ich würde selbstverständlich, auch ich als Muslimin, auch ich als Berlinerin sage, wir müssen differenzieren und schauen, dass sehr viele Muslime, sogar die Mehrheit, hier in dieser Stadt Frieden möchte und dass sie nicht mitgehen mit den Hamas-Unterstützern. Aber bei diesen Demonstrationen sehe ich die Mehrheit Hamas-Unterstützer. Also diejenigen, die da jetzt sagen, denkt an die Zivilbevölkerung, ich nehme das nicht jedem dort ab, weil sie dann nicht sich begeben würden in eine Gruppe von Menschen, die so eine klare und direkte Gewalt befürwortet und ausübt. Und die Aufrufe, die haben Sie sicherlich auch schon gesehen, die lauten ja, nimmt Steine mit, nimmt Stöcke mit, nimmt mit, was ihr könnt, nur um Krieg zu führen. Diese Menschen sind auf Krieg gebürstet und sie sind in einem Blutrausch gegen unsere Demokratie, gegen die Freiheit, in der wir leben und gegen viele andere Themen, die sie gar nicht wollen. Also ich würde eher sagen, lassen Sie uns doch mal differenzieren, für was stehen diese Leute eigentlich, für was gehen die auf die Straße? Diese Differenzierung ist eben genau sehr wichtig. Wofür gehen sie auf die Straße? Wie schätzen Sie das ein? Gibt es eine Parallelgesellschaft und ist die integrierbar? Dass wir dieses Wort Parallelgesellschaft immer noch diskutieren müssen, ist ja unsäglich. Wir müssen uns nicht nur die Sonnenallee, sondern auch viele andere Regionen in unserer Stadt anschauen. Das ist nun mal ein Fakt, über den nicht mehr diskutiert werden sollte. Es existieren Parallelgesellschaften. Wir haben es zu tun mit organisierter Kriminalität, die wir Clankriminalität nennen, aber dann wiederum Kritik ernten von gewissen linken Kreisen, die sagen, das ist Marginalisierung oder Verallgemeinerung. Frau Artisch, wieso kriminalisieren Sie diese oder jene Gruppe? Damit hat das nichts zu tun. Wir haben es hier mit Kriminalität zu tun und wir müssen das und sollten das vergleichen mit Situationen in Malmö, in Brüssel, in Paris, in den Banlieues. Also ich wünsche mir, dass wir da
aufhören, an dieser Stelle zu analysieren in einem Maß, dass wir den Widerspruch zulassen, dass wir Probleme haben. Wir haben Probleme und Kai Wegner hat das sehr deutlich gesagt, viele andere Politikerinnen und Politiker auch. Menschen, die für Deutschland aussuchen für ihre Flucht, das ist das, was ich jetzt deutlich sage, für ihre Migration, sollten sich dessen bewusst sein, welcher Verpflichtung wir uns unterworfen haben. Und wenn Menschen das nicht wollen, dann müssen sie nicht bei uns leben. Wir sollten alle gemeinsam Schulter an Schulter für den Zusammenhalt und differenziert natürlich das Leid der Palästinenser auf der Seite, in der Zivilbevölkerung und der Israelis und der Juden auf der Seite sehen. Aber wir sollten allen Menschen klar und deutlich machen, wenn du die Staatsräson und wenn du den Kampf gegen Antisemitismus hier in diesem Land nicht willst, dann ist das das falsche Land, was du dir ausgesucht hast. Das haben schon viele wiederholt und gesagt. Ich schließe mich dem an und das können wir gar nicht oft genug wiederholen. Und wenn ich eine Bemerkung noch zu den Schulen machen darf, was mir Sorge macht gerade ist, es sind die Herbstferien, die jetzt bald kommen. Die Kinder werden instrumentalisiert. Es sind Kinder, die bei TikTok, in den sozialen Medien, in die Kameras hineinschreien und weinen. Sie wollen keine Zwei-Staaten-Lösung. Sie wollen, dass Israel rausgeht komplett. Sie wollen keine Juden da oder dort. Also sie skandieren antisemitische Dinge und wiederholen das, was Erwachsene ihnen sagen. Sie werden instrumentalisiert. Um diese Kinder sollten wir uns kümmern, sehr viel mehr. Da noch mal ganz kurz die Nachfrage, nämlich wie kommt man jetzt dieser Situation bei, die ja hochkomplex ist, wie Sie sie ja gerade beschrieben haben, um eben auch gewissen Wortführern vielleicht die Kommunikation abzuschneiden. Ist das überhaupt noch möglich? Denn wir haben es ja schon gesagt, die inzwischen organisieren sich ja komplett über TikTok, über Telegram. Wie kommt der Rechtsstaat in diesen Raum überhaupt rein? Indem wir gemeinsam dagegen kommunizieren. Seit Jahrzehnten ist die Forderung da, wenn TikTok und Instagram oder andere soziale Medien so aktiv sind, dann müssen wir Gegenaufklärung in diesen Medien machen. Das ist das eine. Und vor allem müssen wir in die Schulen NGOs reinholen. Die Schulen, die Lehrkräfte sind überfordert. Personalmangel, wie wir es überall haben und zu beklagen haben, gibt es auch in den Schulen. Aber die Schulen wurden auch sehr weitestgehend allein gelassen und sie sind genauso unter Diskussionen vorher. Genau. Ja. Sie sind aber auch konfrontiert mit einer sogenannten Cancel Culture, über bestimmte Dinge zu sprechen. Wir haben das gleiche Problem auch an dieser Stelle. Wir müssen die Kommunikation wieder erlauben in einer Form, die gut ist für unsere Gesellschaft. Und dazu zählt, dass wir die Schulleitungen, Lehrkräfte ernst nehmen, wenn sie von den Geschichten erzählen. In diesen Tagen höre ich, dass manche sagen in Talkshows, das sind doch nur Einzelfälle, wenn da so ein Ruf da kommt, dass man bei Straftaten die Hand abpacken sollte oder Homosexuelle sollten getötet werden. Das sind keine Einzeltaten. Das sind keine Einzelfälle. Es kommt so vermehrt vor in der ganzen Stadt, dass wir uns Sorgen machen sollten um unsere Schulen. Und deshalb die Kommunikation wieder erlauben. Und Sie als Medien haben hier einen großen Auftrag. Ich denke, das machen Sie sehr gut. Ich denke auch, dass es aber gleichzeitig nach oben viel Luft gibt und dass man es besser machen kann, indem man keine Selbstzensur übt. Meiner Ansicht nach haben auch Medien leider anfangen müssen, immer vorsichtiger zu sein, um nicht in die rechte Ecke gestellt zu werden. Das ist doch dieses Totschlagargument, was uns in letzter Zeit sehr oft begegnet. Begegnet uns jetzt wieder. Sie sind nicht islamfeindlich, wenn Sie sagen, eine bestimmte Gruppe von Muslimen macht das und das. Und die Mehrzahl der Muslime, und für die kann ich auch sprechen durchaus, sie wollen Frieden. Sie wollen diese Hamas-Leute nicht. Sie wollen diese Terroristen nicht. Und deshalb müssen wir sie auch alle gemeinsam behandeln wie Terroristen. Klare Einschätzung von Frau Artisch. Herzlichen Dank für diese klaren Worte. Und wir versuchen zu berichten, was ist, und die Tatsachen einfach darzustellen. Wir bedanken uns sehr für den Besuch und Ihre Worte. Ich danke Ihnen auch sehr.